Moinsen, meine freshen Dudes, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Clash Royale auf meinem Kanal Matze. Und wie ihr seht, haben wir schon wieder zwei Karten, oder zwei Figuren. Wie nennt ihr das eigentlich? Karten, Figuren, ne? Monster, weiß ich nicht. Die wir auf jeden Fall in der, demnächst mal wieder aufleveln können, wenn wir nicht so wenig Gold hätten. Denn ich glaube, bei beiden wird das Update so, oder das Upgrade so 4000 kosten, könnte ich mir vorstellen. Ich habe nämlich noch nie eine seltene auf Stufe 7 gebracht und noch nie eine normale auf Stufe 9. Da können wir auf jeden Fall gespannt sein. Und dann haben wir das neue Update bekommen. Das neue Clash Royale Update, mit denen einige Erneuerungen gekommen sind, worauf ich aber in diesem Video nicht eingehen werde. Vielleicht kommt heute sogar noch ein Video und in dem würde ich dann auf die Updates eingehen. Und in diesem Video möchte ich euch aber mal zeigen, was es da Nettes gab. Nämlich eine Gratis-Magietruhe, die wir geschenkt bekommen haben. Und die werden wir gleich öffnen. Allerdings fangen wir erstmal mit den anderen Sachen an. Erstmal die Gratis-Truhen, ihr wisst es. Und die Silbertruhen und Goldtruhen und Kronentruhen. Und danach werden wir uns die Magietruhe genehmigen. Aber ich kriege langsam immer öfter diesen Eisgolem. Wir schauen mal, was wir hier so Schönes drin haben. Also ich würde halt gerne... Oh, einmal Blitz ist schon mal ganz cool. Eine epische in der normalen Truhe drin zu haben, ist eine schöne Sache. Ja, einmal der Magier ist auch gut. Dann zweimal der Bomber, siebenmal der Lakai. Dann hier die Goldtruhe. Haben wir einmal den Rambock, neunmal den Ritter, zweimal den Schweinereiter und 17-mal den Tesla. Ey, den brauche ich überhaupt nicht. Und die Kronentruhe. 407 Gold. Zwei Juwelen. 4-mal Königsriese, 13-mal Lakaien, 35-mal Sperrkobolde und 6-mal Ofen. Alter, den könnten wir auch schon 2-mal upgraden. Und dann kommen wir zu guter Letzt zur Magietruhe. Bisher ging es so, was wir bekommen haben, aber in der Magietruhe, da hoffe ich mir jetzt ein bisschen mehr. Denn da sind auf jeden Fall 3 epische und 19 seltene drin. Also auf. Erstmal 632 Gold. Der Eisgeist, den haben wir auch noch nicht. Den haben wir jetzt auch freigeschaltet. Dann mal zweimal der Schweinereiter. 8-mal Feuerball. 59-mal Feuergeist. 9-mal Ofen. Und 3-mal der Golem. Immerhin. Den haben wir ja noch nicht einmal verbessern können. Das ist eine coole Sache. Was ist das denn? Was ist das denn, Alter? So, dann haben wir den jetzt hier neu. Den Eisgeist lässt einen kleinen, lebhaften Eisgeist erscheinen, der eine Gruppe von Feinden einfriert. Ziemlich cool. Oh, wie cool. So, und den Golem, verbessern wir den direkt? Nö. Nö, oder? So ein bisschen unsicher. Hier können wir auf jeden Fall nochmal einmal spenden. Das muss sein. Fisch drin. Ja, jetzt ist die Frage, wenn ich den hier verbessere, wie viel wird der besser? Ja, ist doch schon ganz nice, aber ich habe kein einziges Deck, wo ich den als Strategie nehme. Also den finde ich irgendwie nicht so toll. Wir könnten die Hexe verbessern und die dann eventuell mal wieder im Deck ausprobieren. Mit ihrer neuen Stufe. Allerdings müssten wir dafür dann wieder den hier rausnehmen und da weiß ich nicht, inwiefern wird denn die Hexe besser? Wie kriegt sie mehr Leben? Ja, die hat dann eigentlich auch schon ganz nette Leben. Allerdings habe ich dann 3 Einheiten, die alle ähnlich viel Leben haben und das ist nicht gut. Naja, wir lassen das jetzt erstmal so und spielen jetzt so nochmal ein paar Runden. Achso, wir haben noch eine Belohnung, habe ich gerade gesehen, die wir abholen können. Machen wir gleich. Machen wir gleich. Zuletzt mal wieder eine Siegesserie gehabt. Magic.
Na? Nein. Ja, sehr gut. Vorwärts. Auf. Ja, Mann. Der Angriff ist gut. Da haben wir einen guten Push. Definitiv. Ja, das war ein guter Push. Will er gar nichts dagegen tun. Und dann versuche ich mal von hinten einen Angriff aufzubauen. Damit wir das hier gleich beenden können. So, ja, der hat sich auch nicht mehr so richtig gewehrt. Somit war das natürlich ein easy Sieg. Ja, moin. Und gleich eine Goldtruhe. Sehr schön. So, und wir können hier eine Belohnung einhören. Freund in Not. Spende 2500 Karten. Ja, moin. Danke. Danke. Und ich hatte noch eine Überlegung, bei diesem Sonderereignis hier mitzumachen, denn... Hier ist es so, dass wir, erstmal kann man richtig viel absamen. Gut, ich schneide meistens nicht so gut ab, also zuletzt immer so 2-3 Siege. Aber mit 2 Siegen kriegt man schon das zurück, was man investiert hat. Das heißt, wenn ich 2-mal gewinne, gut, kriege ich meine, Juwelen wieder, die ich investiert habe. Und dann wäre alles easy, weißt du? Und man kriegt so oder so 700 Gold, was schon mal ganz gut ist, und 10 Karten. Ist doch nicht verkehrt. Deswegen, da werde ich wahrscheinlich auch noch dran teilnehmen. Vielleicht gibt es diese Woche sogar ein bisschen mehr Videos. Ich werde es im Clan auch nochmal ankündigen. Ich habe da halt so einiges vor und deswegen habe ich Bock. Da habe ich Bock, meine Freunde. Außerdem wird wahrscheinlich ein bisschen weniger Hey Monster kommen, dadurch, dass wir da festhängen in dem Game. Und ja, dementsprechend wäre das vielleicht nicht verkehrt, dann halt als Ausgleich ein bisschen mehr Clash Royale und ein bisschen mehr Clash of Clans zu bringen. Was? Das ist ein Level 1er, gegen den ich jetzt spiele. OMG. Das kann ja nur irgend so ein Lappen sein, der cheatet. Das ist hundertprozentig so ein richtiger Mongo, ey. Ne, Mann. Paulo, ich kann dich nicht unterbrechen, ey. Fuck. Ja, ey, weißt du, ich weiß nicht, wie die das schaffen, so schnell auf Level 1 zu kommen. Mal ganz ehrlich, was tun die, damit die mal eben auf Level 1 zurückkommen? Das ist doch voll unlogisch. So, aber vielleicht kriegen wir den trotzdem besiegt. Bin noch ganz guter Dinge.
Ja, komm. Sieg. Da dachte er, er kann sich mit mir anlegen. Aber nein. Nicht mit mir, meine Freunde. Nicht mit mir. So, haben wir ihn weggeklatscht. Und haben wir auch schon wieder ordentlich Kronen gesammelt für die Kronentruhe. Aber, die Kronentruhe muss warten. Ja, meine Freunde, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Und ich werde dann wahrscheinlich nochmal ein Video, eventuell heute nochmal ein Video dazu machen, zum neuen Update, was es da so Neues gibt. Und dann wird es die nächsten Tage vielleicht die Banditen-Auswahl-Herausforderung geben, dass ich da halt einige Videos zu mache. Wobei, meistens halte ich da halt nicht so lange durch, dass das viele Videos gibt. So ein, zwei Videos vielleicht. Aber wir schauen mal. Vielleicht habe ich auch Glück und dann gibt es ein richtig, richtig krasses Opening. Mal schauen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Ich sag mal, ciao.